Marshal, wake the warrior. Ladies and gentlemen, it's showtime! Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos. Es ist ja oft auch immer, ja, ist es gut, diese Transparenz oder nicht? Hm. Bildung ist immer gut. Ja. Ja, also Bildung ist immer gut. Und wenn die Menschen mit gewissen Informationen nicht klarkommen, dann spricht es nicht für die Menschen, die mit diesen Informationen klarkommen. Hm. Also dann ist nicht der Buhmann, der die Information gibt. Ja. Klar. Sondern die Menschen, die damit nicht klarkommen. Ja, auf jeden Fall. Bildung ist immer gut. Ja, auch bei sowas. Ja, also ich sehe es auf jeden Fall auch also, so. Ja. Ich glaube, wenn wir oder wenn ich immer über Stoff rede, ich glaube dann nicht, dass dann die Leute voll Bock da drauf bekommen. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Also wenn jetzt jemand den Podcast hier anguckt und uns zwei jetzt sieht und sagt, okay, und die zwei, die nehmen jetzt Stoff. Krass, was muss man dann eventuell so für Geschütze auffahren, um mal auszusehen wie ein Männer-5-Athlet oder irgend sowas. Ja. Und dann sagen die Leute so, ach, dann lasse ich es lieber bleiben. Und das ist ja auch ein guter Effekt. Absolut. Ja. Also es ist absolut positiv. Ja, würde ich auch sagen. Ich denke, wenn man da sehr nüchtern drüber spricht, dann können die Menschen immer was davon gewinnen. Und ich gehe immer bei allem zurück. Also ich kann ja sagen und ich sage ja auch, ich habe immer jeden Quatsch, den man in dem Sport machen kann, habe ich gemacht. Ja. Einfach aus purer Unwissenheit. Ich hatte ja auch damals jetzt keine älteren Freunde, die da irgendwie schon weiter waren etc. Ich konnte mich da nicht mit irgendjemandem austauschen. Meine Freunde damals, die waren genauso doof wie ich in der Sache. Und man hat halt einfach gemacht. Und das ist auch so eine Sache, die leider in dem Sport immer noch so sehr, sehr nachhängt, dass dieser Sport, jeder fängt den an und macht einfach. Ja. Und das ist so, man fässt sie so an den Kopf, wenn man jetzt das Ganze so länger macht, wenn man auch ein bisschen mehr gemacht hat, beim Gewichtheberverein war etc. etc., dann weiß man so, ey, keine Sportart fängt irgendein Mensch an und macht einfach. Ja. Nicht mal beim Fußball gibt es ja, das. Ja, aber wir Bodybuilder, wir gehen ins Gym und reißen die Gewichte rum. Jeder geht einfach ins Gym, jeder macht einfach, bestellt sich irgendwas aus dem Internet etc. Mhm. Ja, so. Und dementsprechend ist, glaube ich, immer gut, wenn man da so drüber spricht, weil am Ende des Tages, das, was ich sage, ist, haltet euch an die Evidenz, haltet euch an das, was erwiesen ist und nicht an das Hören und Sagen. Ja. So, ja. Dann, das hat mir immer die besten Erfolge gebracht. Ja, definitiv. Und da kommt natürlich auch ganz klar zum Tragen, dass heutzutage, also ist jetzt immer so schwer, da Ratschläge zu geben, aber heute kursieren ja so Substanzen wie SARMs und solche Geschichten, wo man ja sagen muss, dass die Studienlage einfach noch sehr dünn ist und dagegen konkurrieren dann so Dinge wie Testosteron, die schon so, keine Ahnung, 40er, 50er Jahre in Gebrauch waren, wo man einfach schon so sehr großes Wissen darüber hat. Und wenn mich jetzt jemand heutzutage fragt, was willst du nehmen? Willst du jetzt so die Forschungssubstanz haben der letzten 10 Jahre oder willst du was so Hand und Fuß hast? Dann ist natürlich ganz klar, auch wenn es nachher eine Spritze ist, das Mittel der Wahl, irgendwas Bekanntes.